Ein weiterer Hinweis, dass der Patch 14.40 und das große Fortnite-Update diese Woche oder schon morgen erscheint, kommt von Russland, denn heute so circa um 15 oder 16 Uhr wurde der russische Ingame-Newsfeed aktualisiert und da stand: Fortnite Albträume Midas Rache beginnt morgen. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir sehr, sehr, sehr interessante Informationen, denn unter anderem beginnt Fortnite Mass anscheinend morgen. Midas Rache soll anscheinend morgen beginnen und eine große Rolle in dem diesjährigen Fortnite Mass spielen. Vor allem wurde aus Versehen von einem Ex-Epic-Mitarbeiter ein Skin geleakt. Alles in diesem Video, Freunde. Aber, Freunde, vor allem ist das neue Bundle draußen. Grabräuber spinnt ein klebriges Netz der Dunkelheit, das selbst den gruseligsten Partys das Leben entzieht, wenn ihr den Raum betretet. Das neue Grabräuber-Set ist auf jeden Fall jetzt im Itemshop verfügbar. Wieder mal für V-Bucks, aber Freunde, fangen wir erstmal mit Dummy an. Er kommt mit seinem neuen Kohlefaser-Stil, vor allem das Backbling falsch abgegeben oder so. Schädelschläger hat auch einen Stil bekommen, aber die Lackierung ist gleich geblieben. Wie gesagt, das Grabräuber-Paket, einmal Mitternacht Düsternis mit zwei Stilen, einmal Standard und ohne Brille. Flederrucksack ist auch hier, Vamp-Axt, modische Arak oder Arachne und dann natürlich auch das Backbling Arachnitentasche oder Arachnitentasche, dunkle Tage, Feuer-Odem-Rucksack von der Farmbomberin, sage ich jetzt mal, Nachtbomber, ein neuer Stil der Farmbomberin mit dem Backbling natürlich und das als letztes Spinnenspalter, also die Spinnenspalter-Spitzhacke. Dann ist Lama Kadraba wieder da und vor allem gibt es eine neue Lackierung, Extra Blatt, das ist so eine Zeitung, die ich sehr, sehr, sehr kreativ finde und vor allem die Lackierung sehr kreativ finde, aber in den neuen Sonderangeboten ist auf jeden Fall einiges Interessantes. Vor allem Zombifizit ist wieder da. Die Sturmkönig-Musik ist auch wieder da. Können das heißen, dass der Sturmkönig wieder zurückkehrt? Keine Ahnung. Sturmkönigsfaust ist auch wieder da. Das Emote Gönn dir Süßes ist auch wieder da oder immer noch hier. Und als letztes Fürsteflamme ist immer noch hier. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessanter Shop. Vor allem ist der Shop interessant, weil gefühlt alle, nein, nicht nur gefühlt, sondern alle geleakten Skins vom letzten Update, was letzte Woche erschien, die jetzt schon draußen sind, also die ganzen Rennfahrer-Skins, die zwei Bundles, gefühlt alle Skins sind schon draußen und vor allem die Skins, die Stile erhalten haben, also einmal Penny und Dummy sind jetzt auch wieder da und also das heißt, dass alle Skins, die, sag ich mal, geleakt wurden, jetzt schon verfügbar waren und draußen waren, was bedeutet, dass wir ein Update wahrscheinlich schon diese Woche bekommen werden, wo dann weitere Skins dann geleakt werden, was mega nice wird, weil Freunde, das Update ist nicht nur ein Update, sondern das große Halloween-Update und somit auch starte mit diesem Update Fortnite Mass, was mega heftig sein wird, Freunde. Wir haben nicht nur mega viele Skins, die reinkommen werden, sondern auch verschiedene Modi oder auch Map-Änderungen und vor allem, wie gesagt, also das habe ich schon in eines der letzten Videos gesagt, gibt es mit Marvel viele Optionen hier. Wie gesagt, Venom kann man als Skin bringen, Ghost Rider oder auch, sage ich mal, Black Panther können auch reinkommen, weil ihr wisst schon, am Anfang der Season wurde ein Comic mehr oder weniger geleakt, sondern beziehungsweise ein Cover von einem Comic wurde geleakt, also ein Fortnite X Marvel Comic und auf diesem Cover sahen wir Blade, Daredevil, Venom und Ghost Rider und zwei dieser Skins, die auf diesem Cover waren, sind ja schon draußen und zwar einmal Blade und Daredevil. Das bedeutet, dass nur noch Ghost Rider fehlen, dass nur noch Ghost Rider und Venom fehlen und Venom und Ghost Rider wären eines der nicesten Skins überhaupt und im nächsten Cover wissen wir ja, also bei eines der nächsten Covers und bei eines der nächsten Comics haben wir auf dem Cover einmal Captain Marvel gesehen und Black Panther und diese zwei Skins, also diese vier Skins, einmal Ghost Rider, Venom, Captain Marvel und Black Panther können kommende Skins sein, die halt morgen geleakt werden mit dem Update. Mit dem Update komme ich gleich nochmal, aber apropos Skins, Freunde, und zwar hat ein Ex-Epic, also ein ehemaliger Epic-Mitarbeiter aus Versehen ein Bild veröffentlicht, wo man einen Skin sieht, der bis jetzt noch nicht veröffentlicht wurde und das ist die weibliche Version von dem Fischstick-Skin, also von dem Fischstäbchen-Skin. Ich blende euch hier einmal das Bild ein, was von mehreren Leakern danach sofort gelöscht wurde, weil dieser ehemalige Epic-Mitarbeiter aufgrund dieses Bildes sehr viel Ärger von Epic Games bekommen hätte. Und ganz links könnt ihr halt die
den Prinzessin, die Prinzessin von, sag ich mal, beziehungsweise die weibliche Version von Fischstäbchen sehen und wird auf jeden Fall eines der neuen Skins. Okay, ist jetzt kein Halloween-Skin, aber auf jeden Fall eines der kommenden Skins, die wahrscheinlich mit dem Update morgen geleakt werden. Aber Freunde, jetzt kommen wir nochmal weiter zu den Skins. Und zwar, Freunde, warum sage ich so oft Freunde, Digga? Was ist mit mir los? Aber ein neues Set wurde geleakt, und zwar ein schicker Kevin Skin Set. Es soll ein schicker Kevin Skin geben und einmal eine schicker Kevin Lackierung. Kann zu eines der kostenlosen Belohnungen gehören von den diesjährigen Fortnite-Mers oder halt in den Item-Shop kommen. Wir wissen es nur nicht, halt wie gesagt, wir wissen nur den Namen dieses kommenden Sets. Dann gibt es noch ein weiteres Set, und zwar war das, glaube ich, das Knochen-Set. Was für Knochen-Set? Das heißt, die Knochenlackierung, und das soll mit 80%iger oder 90%iger Wahrscheinlichkeit wirklich zu eines der kostenlosen Belohnungen gehören, was wir mit den diesjährigen Fortnite-Mers-Challenges bzw. Herausforderungen freischalten werden können, Digga, macht das überhaupt Sinn? Nichtsdestotrotz, Freunde, machen wir weiter mit Midas. Und zwar, wie ihr am Anfang des Videos mitbekommen habt, wurde der russische Ingame-Newsfeed aus Versehen aktualisiert, und bei einem also bei dem Grabräuber-Set, was wir am Anfang des Videos gesehen haben, wo ich den Item-Shop gezeigt habe, müsste eigentlich halt nur diese Beschreibung von dem Paket stehen, aber das wurde aus Versehen aktualisiert und ein bisschen zu früh. Aber da stand halt, wie gesagt, Fortnite-Albträume, Midas Rache beginnt morgen, macht euch bereit. Und das ist einfach, das deutet einfach darauf hin, dass der große Patch 14.40 und dass das große Fortnite-Mess-Update morgen erscheinen wird um 10 Uhr. Es wird wieder mal eine Downtime geben, also es wird kein Content-Update sein, also nicht nur, weil wir letzte Woche ein Update bekommen haben, sondern weil es auch ein großer Patch sein wird. Also es wird auch eine Nummer verändern, weil ihr wisst, letzte Woche war der Patch 14.30 draußen und jetzt ist das 14.40. Aber Freunde, auf jeden Fall könnt ihr morgen den Patch 14.40 erwarten und somit das große Fortnite Mass Event, was auch wahrscheinlich morgen starten wird. Wie gesagt, mit verschiedenen Skins, LTMs und so weiter. Ich freue mich vor allem auf Venom und Ghost Rider und auch Black Panther. Ich bin mal gespannt, wie viele Skins und was für Skins morgen geleakt werden. Nichtsdestotrotz soll Midas anscheinend halt seine Rache nehmen und eine große Rolle bei dem diesjährigen Halloween oder beim diesjährigen Fortnite Mass spielen und halt Rache nehmen mit dem Halloween-Event. Keine Ahnung, an wen er, sag ich mal, an wen er sich rächen wird. Aber auf jeden Fall wird Midas halt eine große Rolle spielen, was auf jeden Fall interessant wird und einige Midas-Fans bestimmt freuen wird. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Galactus-Theorie und um Galactus-Position. Und zwar, ihr seht schon, Galactus hat sich wieder mal ein wenig bewegt und ist langsam auf dem Weg zu der Hälfte seiner Umlaufbahn, sag ich mal, beziehungsweise die ist bald fast am Ende der roten Linie, und die rote Linie wird anscheinend eine große Rolle spielen. Aber hier seht ihr einmal einen Vergleich, wo Galactus am 15. Oktober war und wo er jetzt ist, und da seht ihr schon einen großen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, anscheinend wird diese rote Linie uns zeigen, wo das Live-Event stattfinden wird, und zwar, wie schon im letzten Video gesagt habe, wird der Countdown anscheinend zum Live-Event auf dem Helicarrier sein oder über dem Helicarrier, wie gesagt, erscheinen, besser gesagt. Und auf jeden Fall wird man dann das Helicarrier bzw. das Galactus-Event halt auf dem Helicarrier am besten sehen können. Und dort wird anscheinend das Live-Event so grob stattfinden. Also wir werden dann einen Kampf sehen zwischen Galactus und den Helden. Aber anscheinend zeigt uns diese rote Linie, wo Galactus am Ende erscheinen wird. Und zwar soll das am Horizont von Misty Meadows erscheinen. Weil bei der roten Linie sehen wir, dass Galactus Richtung Misty Meadows fliegt. Und anscheinend bei Misty Meadows halt aufhört, sich zu bewegen. Und wir wissen ja, Galactus, sag ich mal, hört am 14. November auf, sich zu bewegen. Und anscheinend, weil diese rote Linie zeigt, dass bei Misty Meadows halt Galactus, sag ich mal, Rotation dort endet und diese rote Linie dort endet, gehen viele davon aus, dass wir im Süden halt Galactus sehen können, also am Horizont
Horizont, in den südlichen Horizont werden wir anscheinend Galactus sehen, weil er vor allem riesig ist. Aber das ist eben nur eine Theorie. Jetzt kommen wir als letztes noch zu Party Trooper bzw. zum kommenden Halloween-Konzert am 31. Oktober. Und zwar noch ganz schnell, Tanzflursoldat, Fraud MS 2020, Beschreibung, er ist ein paar Jahrhunderte früher als erwartet zur Party erschienen, Besitzer vom Tanzflursoldaten, die am 31. Oktober an der Albtraumparty teilnehmen, erhalten den exklusiven J Balvin Stil. Also wer sich den Party Trooper oder den Tanzflursoldaten kauft an der Albtraumparty teilnimmt, kann anscheinend einen exklusiven Stil freischalten. Ansonsten, Freunde, wird anscheinend The Graph G einen Ikonenstil bekommen, genauso wie Ninja und Loser Fruit, und dieser soll im November erscheinen und 1500 V-Bucks kosten. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Infos. Morgen erscheint Fortnite Mass, Freunde. Seid ihr gehypt? Abonniert nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Like reinhauen, bleibt gesund, Freunde, und haut rein und ciao. Freunde, bevor ihr abschaltet, und zwar Tabor Hill, der dafür bekannt wurde, Informationen zu Season 4 zu besitzen, hat diese Fortnite-Mass-Infos gerade in seinem neuen Video bestätigt und angesprochen. Der Kürbiswerfer wird zurückkehren und es wird fahrbare Besen geben. Das habe ich ja schon in eines der letzten Videos gesagt und im letzten Video angesprochen. Ich bin mega, mega gehypt, Freunde. Morgen kommt natürlich ein Informationsvideo zu dem neuen Update. Ansonsten, Freunde, wie gesagt, sehen wir uns morgen. Haut rein und ciao.